Ja, und damit Moment und Servus, meine Buben. Wir sind wieder hier bei News Spekulatius und heute soll es um eine mögliche neue Nintendo Direct gehen, ja? Wenn man nämlich einer gewissen Leakerin Glauben und Gehör schenkt, dann sieht das gar nicht mal so unwahrscheinlich aus, dass uns im September eine erwartet. Welche Spiele aber in dieser Direct gezeigt werden könnten, ja, das alles und vieles mehr in diesem Video. Es wird also dementsprechend sehr deliziös, also lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallenisieren sollte. Ja, vielen Dank, meine Brudingos, für die heilige Unterstützung. Abonniert hier gerne rein für mehr solcher Videos und aktiviert doch die Glocke, damit ihr von diesen Themen nichts mehr verpasst. Also, es hat sich, so wie immer eigentlich, auf Twitter zugetragen, na klar doch, und zwar diesmal ist es gewesen bei der guten Samus Hunterin oder auch Samus Hunter. Eine Leakerin, man könnte auch sagen Insiderin der Gaming-Szene, ja, und sie hat ein paar Details genannt zu einer möglichen Direct. Und die soll schon sehr bald kommen wohl, ja, ich meine, es wird ja schon seit Monaten, seitdem die letzte Direct gekommen ist, seit Juni wird ja eigentlich schon gemutmaßt, wann kommt die nächste, und das Timedate dafür ist der September, so die mediale Aufmerksamkeit, wenn es um den Monat geht, ja. Und genau, also Samus Hunter hat auch in der Vergangenheit schon einige Sachen herumgeteased und rumgeleakt. Und heute, oder beziehungsweise vorgestern am 27. Juli, hat sie komplette Kicks gehabt. Es geht um Folgendes. Wir legen also los mit dem Tweet. Nachdem ich das ein paar Posts angeteased habe, werde ich klarer darüber sprechen. Ja, es ist eine Nintendo Direct geplant für September, zu der Zeit, zu der WarioWare auf den Markt kommt. Es ist sinnlos, eine Liste von Spielen zu erstellen, die Nintendo als sicher ansieht, denn, und jetzt geht das natürlich hier zu Ende, möge man meinen, nein, sie hat einen ganzen Thread gemacht, ja, sie hat schon einige gemacht, muss ich sagen. Wir legen weiter los mit dem nächsten und da geht es um Folgendes. Denn tatsächlich habe ich noch nichts in der Hand, wenn es um eine Direct geht. Oder an Spielen zur Direct, sagt sie hier, disclaimert sie hier quasi direkt am Anfang. Es ist zu früh, aber wenn ich einige Daten kreuze, kann ich euch Dinge verraten, die ich als sehr wahrscheinlich sehe. Das Hauptspiel wird sicherlich, wird wieder 30 Minuten in dieser Direct Gameplay zugezeigt, Metroid Dread. Während Advance Wars und Mario Party auch gewisse Abschnitte haben werden, die einige neue Funktionen zeigen werden, einige neue Features. Da bin ich ja schon sehr gespannt drauf. Also hier werden quasi die ersten Games genannt. Macht aber auch ehrlich gesagt Sinn, denn wenn die Direct im September fällt, dann ist das natürlich, bevor, ich sag mal, die Knallerspiele ja, rauskommen, die ja auch Ende 2021 rauskommen sollen. Ja, die Knallerspiele werden hier quasi mehr oder weniger genannt. Es gibt aber noch ein paar Neuzugänge, von denen wir bisher ja noch nichts gehört haben. Zu denen kommen wir aber später. Das soweit hier zu, ja, wahrscheinlich 30 Minuten Metroid und 5 Minuten insgesamt Advance Wars und Mario Party. Weiter geht das. Hier geht es dann, glaube ich, genau weiter mit Updates zu gewissen Spielen, und Updates erwarten wir auch zu gewissen Spielen, nicht nur in Form von Updates, sondern auch Updates zu Updates. Jetzt geht's los. Es sind auch mehrere große Updates geplant, das bereits erwähnte Animal Crossing, was jetzt auch irgendwie ein Update bekommen hat, ich glaube heute oder vor einigen Tagen, gestern oder so wird es gewesen sein, die Enthüllung des neuesten Smash Bros. Ultimate Characters, des letzten, wenn man auch so möchte, und der DLC mit der neuen Story von Hyrule Warriors Age of Calamity. Auch Third-Party-Entwickler werden eine wichtige Rolle spielen. Capcom muss ein Resident Evil für die Switch enthüllen. Ich hoffe, das ist ein Resident Evil, das es nicht schon auf anderen Plattformen gibt. Ich hoffe da auf so eine Art, ja, wie hieß diese 3DS Wii U-Ära von Resident Evil? Revelations? Etwas in diese Richtung würde ich mir persönlich wünschen. Ich meine, klar, Village wäre auf der Switch auch schon geil. Erstens, dann wäre es halt wieder nur ein Port, nachdem das Spiel schon längst rausgekommen ist. Und ja, 720p, 15 FPS und wahrscheinlich Cloud-Versionen oder so.
Ja, also auf solche Dinge können wir uns gefasst machen. Es geht weiter zu diesen Angelegenheiten, die sich dann auch, ja, Splatoon 3 nennen. Generell schreibt eure Meinung zu diesen ganzen heiligen Leaks gerne in die Comments. Was denkt ihr? Wird es all dies jemals in einer Direct geben? Wenn sich die Pläne für Splatoon 3 nicht ändern, sollte die Vermarktung des Titels um diese Zeit beginnen, also September. Wird das also dann quasi auch bedeuten, dass die ersten Global Test Fires um diese Zeit herum beginnen, September, Oktober? Dass man da vielleicht irgendwie schon erste Server-Tests macht oder so? Ich meine, keine Ahnung, werden die sich groß von den Splatoon 2 Servern unterscheiden? Ich hoffe es ja sehr. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Peer-to-Peer-Scheiße. Vor allem, wenn sie ja noch so miserabel entwickelt ist. Na klar doch, ne? Weiter geht's. Ich bezweifle Neuigkeiten über die Fortsetzung von Zelda Breath of the Wild, abgesehen von einer kleinen Ankündigung, die wir in ein paar Monaten sehen werden. Einmal ganz kurz Pause. Ich glaube, F natürlich hier einmal an die Zelda-Brüders, die gehofft haben, dass in einer nächsten Direct nochmal etwas zu Breath of the Wild 2 erzählt wird. Ja, sieht leider nicht danach aus, es tut mir sehr leid. Fühle ich aber auch irgendwo, muss ich sagen. Also ich persönlich sehe jetzt auch nicht den unbedingten Grund, Zelda Breath of the Wild jetzt nochmal zu präsentieren. So, man hat jetzt schon gesagt, es kommt nächstes Jahr raus und ja, es würde auch mehr Sinn machen, das irgendwie gesondert am Ende des Jahres zu zeigen oder so in einem eigenen Trailer, der unabhängig von einer Direct ist oder so, weil so klingt es für mich ja auch. Aber es macht auch irgendwo Sinn, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum im September quasi Gameplay dazu zeigen, wenn man es eigentlich dann auch schon, sind wir mal ganz ehrlich, im Juni hätte zeigen können. Ne? Gut, das hat man gemacht aus, ich sag mal, Rätselgründen. Wir wollen nicht zu viel spoilern, so. Wenn wir euch den Spieletitel verraten, dies, das, ne, kann sein, dass sie das so portionieren für die Fischchen, die wir ja alle im Teich sind und nach Informationen geiern. Wir machen weiter mit einem wohl neuen Projekt. Und zwar, als Neuankündigung, ist ein Kirby-Projekt. Sehr wahrscheinlich. Und da haben wir auch schon vor einigen dieser Videos hier was zu gehört. Und zwar, Brüders, es ist ja die Rede von einem 3D-Kirby. Und jetzt mal wirklich, ne, wäre hierfür die beste Gelegenheit, um zu zeigen, dass dieser Leak real ist. Wenn eine September-Direct kommt und Kirby 3D, wie ja auch immer das Spiel dann am Ende heißt, gezeigt wird. Stell dir mal vor, so Open-World 3D-Kirby, Super-Kirby 3D-World. Ja, Kirby kann sich dann auch nunmehr in eine Katze verwandeln, aber nicht indem er die Katzenglocken aufhebt, sondern indem er sie einsaugt. Das wäre doch wirklich sehr witzig. Eine sehr schöne Hommage an Mario 3D World. Ja, also Kirby-Projekt, ich würde es feiern. Ne? Gerade nachdem wir auch jetzt hier die letzten Jahre mit diesen ganzen 2D-Spielen abgefrühstückt worden sind. Reicht doch jetzt. Reicht. Es geht aber hier wiederum weiter mit den nächsten Angelegenheiten. Um mit einem vom Nintendo entwickelten Titel abzuschließen, sind Monolith Soft mit ihrem Projekt an einem sehr guten Punkt, da vor einigen Monaten die Zwischensequenzen fertiggestellt und in den letzten Wochen an einem Großteil der Musik gearbeitet wurde, sodass das Projekt in die Endphase geht. Und jetzt ist die Frage, welches Spiel könnte Samus Hunter damit meinen? Kennt sie dieses Spiel schon? Weil ich meine, dass sie solche Details kennt und uns dann nicht den Titel verraten kann. Keks, also kann auch sein, dass die Quelle irgendwie, die sie hat, sagt, ja, also, ne, wir dürfen dir zwar sagen, was genau fertig ist und was nicht, aber wir dürfen dir den Spieletitel nicht verraten. Weiß ich nicht. Also, ne, Geheimniskrämerei hier an der Stelle, Schmutz. Wir wissen noch gar nicht, um welches Projekt es geht, aber Monolith Soft, da klingelt es doch direkt bei einigen. Ja, genau, Xenoblade Chronicles X2. Es wird kommen. Mal schauen, ob es am Ende Xenoblade Chronicles wird. Ich sag mal so, es macht Sinn. Das letzte Spiel ist ja 2018, glaube ich, rausgekommen. Oder war das 17? Ich weiß es nicht. Also, wir lassen jetzt mal das Definitive Edition außen vor, weil
Naja, sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja klar, das ist ein neues Switch-Release, aber kein neuer Teil. Daher sind ja schon 3 Jahre zu Ende gegangen oder sogar schon 4. Wie gesagt, ich bin mir mit dem Release von X2 nicht sicher, aber vielleicht ein Xenoblade Chronicles 3 oder so. Ich meine, wenn ein Splatoon 3 im Titel haben darf, dann wird das bei Xenoblade ja wahrscheinlich hoffentlich auch so sein. Also, Xenoblade, schauen wir mal. Ja, vielleicht ist es auch am Ende ein Export oder so. Wo sie am Anfang gesagt haben, ja, es würde am Geld scheitern. Ach so, aber ihr bekommt die Wii-Version von Xenoblade Chronicles 1, kriegt ihr HD Remastered. Die Kicks. Wir kommen zum nächsten Spiel, Bayonetta 3. In einer ähnlichen Situation sollte sich auch Bayonetta 3 befinden, das ich bereits erwähnt habe. Okay, kann sein, dass sie das schon mal hier und da gedroppt hat. Ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau daran. Es sind auch andere Titel in vollem Gange, aber diese sind für 2022 oder später angesetzt. Ich wiederhole nochmal, im Moment sind die neuen Ankündigungen meiner Vermutung aufgrund einiger der Daten, die sich in meinem Besitz befinden. Also, ja, sie hat hier ihre Vermutung geäußert aufgrund von einigen Vermutungen und aufgrund von einigen Daten, die sie halt gesammelt hat. Also einige Quellensammlungen wurden wohl getätigt, ja. Ist halt am Ende die Frage, ne? Wie glaubwürdig ist das? Ne? Jeder muss das am Ende für sich selbst entscheiden. Ich sag mal so, wir sprechen hier immer noch von einer Leakerin, die in der Vergangenheit sicherlich auch schon mal den einen oder anderen Treffer gemacht hat. Aber es ist wohl auch davon auszugehen, dass wir hier einem wilden Minenfeld, ein wildes Minenfeld betreten haben. Daher vorsichtig sein mit diesen Informationen. Ja. Es ist im Moment noch zu früh, um sie als bestätigt für diese Präsentation weiterzugeben. Abschließend kann ich euch jedoch sagen, dass Nintendo auch an der nächsten Indie World arbeitet, die vorher geplant ist. Okay, das wird dann wahrscheinlich bedeuten, dass uns irgendwie im August irgendwann im August eine Indie-World-Präsentation erwartet mit weiteren 2D-16-Bit-Spielen. Sehr schön, das freut doch die ganzen Switch-Brüders da draußen. Ja, klar doch. Ja, macht auch Sinn. Ich glaube, die letzte Indie-World ist noch ist ein bisschen her. Ne? Ich glaube nicht, dass die letzte Indie-World sonderlich kurz bevorstand. Ich weiß es nicht. War das im Mai oder im Juni oder im April? Irgendwie so. Ich glaube, da war irgendwas. Dass es in der schon etwas weiteren Vergangenheit mal eine gegeben hatte. Letzter Tweet an der Stelle hier. Ich vergaß zu erwähnen, ich habe auf einer Nachrichtenseite Gerüchte über eine MS-Kooperation gehört. Wenn wirklich etwas passiert, dann wäre das hier der beste Anlass. Hier ist natürlich von der Microsoft-Nintendo-Kooperation die Rede, bei der ja diese, ja, wie soll man es nennen, ich habe den Namen vergessen, Game Pass. Ich glaube, es ging da um den Game Pass und dass der halt auf die Switch kommen soll, ja, dass Microsoft halt händeringend nach Plattformen sucht, auf denen sie diese, diesen Cloud-Dienst zur Verfügung stellen können. Das ist halt so das Ding. Ich hatte eher so im Kopf gehabt, daraus wird nichts, weil Nintendo halt Nein sagt. Nintendo sagt Nein. Und wenn es jetzt doch passiert, dann würde mich das auf jeden Fall schon überraschen, ja. Aber Banjo-Kazooie Remastered für Switch, das würde ich mir da natürlich auch nicht entgehen lassen wollen. Danke, Nintendo. Danke, Microsoft. Das also soweit hier zu ihren Tweets. Ja, einige interessante Sachen wirklich dabei, ja. Wir dürfen aber nicht vergessen, in dieser Direct werden nicht unbedingt Dinge gezeigt, meiner Ansicht nach, die, so bahnbrechend neu sind, die wir noch nie gesehen haben. Außer jetzt vielleicht das Kirby und Bayonetta 3 oder das neueste Xenoblade-Spiel. So. Man hört ja immer im Background, Nintendo ist schon mit so vielen Spielen im Background fertig.
Ne, da ist eine Ankündigung quasi, die kann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und ne, deswegen, ich bin bei so einem Kirby, bin ich auf jeden Fall dabei, ne, dass das wohl irgendwie in den Startlöchern steht. Gerade auch so ein großes Projekt, ja, so ein, ich sag mal, wirklich so ein 3D-Kirby, das dann vielleicht irgendwann Anfang 2022 oder so auf den Markt kommt, dass man dann hier schon mal an der Stelle im September anteast, ne? Ich meine, ganz ehrlich, dass Breath of the Wild 2 erst 2022 rauskommt, macht es nicht unwahrscheinlicher, dass wir nicht auch eventuell weitere Titel sehen werden, die erst nächstes Jahr rauskommen, aber die wir jetzt schon gezeigt bekommen. Das ist so ein bisschen meine Devise bei der ganzen Angelegenheit. Ich hoffe, es hat euch doch gefallerisiert mit einer weiteren News-Spekulatius-Ausgabe. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Ich sag euch mal so, wie es ist. Ne? Edgard-News, ja. Ich war aber ein bisschen mit Pokémon Unite beschäftigt. Und jetzt geht's aber langsam wieder los hier mit den neuesten Nintendo-Leaks, Nintendo-News des Tages, könnte man sagen. Ja, ich versuche aber wieder an das Tagesgeschehen ranzukommen und im, ich sag mal, tagesaktuellen Rhythmus, sofern es sich ergibt, diese Folgen rauszuschollern. Wenn es allerdings nicht zu einer Folge kommt von News Spekulatius, dann ist das so. Das wage ich sehr zu entschuldigen. Ne? Nicht jeden Tag können wir erwarten, dass da so krasse, bahnbrechende News sind, dass ich auch darüber reden kann. Ja? Und versuche aber trotzdem, sobald es irgendeine News gibt, da irgendwas Tagesaktuelles für euch rauszuschallern. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreiben Sie Ihre Meinung in die Comments hinein und bis zum nächsten Mal. Ja, gehabt euch doch wohl.